Hallo miteinander und willkommen zu Dune Spice Wars hier bei Torrengent, wo wir immer wieder Strategie, Rollen und Sandbox-Spiele uns anschauen. Ja, Dune Spice Wars ist ein 4x-Echtzeit-Strategiespiel, also so am ehesten vergleichbar mit den Paradox-Titeln. Also wir haben hier eine pausierbare Echtzeit jederzeit, wir können auch die Zeit beschleunigen, ähnlich wie bei zum Beispiel auch Distant Worlds. Spielt auf Dune natürlich. Wir haben hier 4 Fraktionen zur Auswahl. Die Atreiden, die Harkonnen, die Schmuggler und die Fremen. Von denen, die ich bisher angespielt habe, also die Harkonnen und die Fremen, waren die Fremen mit Abstand die einfachsten. Da kann man sehr schnell, sage ich mal, da hat man sehr gute Infanterie. Man kämpft grundsätzlich eigentlich nur mit Infanterie im Spiel, auch wenn es noch ein paar Defensivgebäude gibt. Aber das werden wir alles gleich noch sehen. Ich werde auch versuchen, ein bisschen Spielerfahrung habe ich nämlich schon, euch natürlich alle Tricks und alle Tipps mit auf den Weg zu geben und euch ein bisschen so durchs Spiel zu führen. Wir werden nämlich gleich auch in der normale Partie starten, dann mit, ja, vielleicht sogar mit Hauser Atreides, warum auch nicht. Die habe ich noch nicht gespielt. Und genau, dann hoffe ich, werdet ihr einen ganz guten Einblick haben, wie das Spiel hier läuft. Ihr seht, das Ganze ist in Early Access momentan, ist von Shiro Games auch, also ähnlich wie War Tales oder Northgard. Das heißt, ich bin eigentlich guter Hoffnung, dass das ein gutes Spiel wird am Ende. Wir sind bei War Tales ja auch super gut mit dabei. Früher oder später soll ja auch ein Multiplayer dazu kommen. Seht ihr, hier ist momentan ausgegraut. Ich denke, das hat vor allem mit Balancing zu tun. Da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, denke ich, weil ich habe das schon das Gefühl, dass die Fremden doch arg stark sind im Vergleich zu den anderen. Aber ja. Zeitlich betrachtet muss man sagen, ist das so angesiedelt bei den Büchern, kommt das ein bisschen mehr durch, ja, beim Film ist das eher so eine, ja, diese Phase, wo Haus Atreides auf Arrakis ankommt und den Planeten übernimmt. Das wirkt auf den, im Film extrem kurz. Das ist die Phase, wo Haus Atreides quasi von den Harkonnen den Planeten übernimmt, nach und nach. Ja, und hier sind eben noch die anderen Fraktionen mit dabei. Und ja, so starten wir das Ganze. Es gibt natürlich auch andere Spiele, das muss man vielleicht dazu erwähnen, im Dune-Universe. Das letzte war ja, glaube ich, Emperor Battle for Dune. Das habe ich gar nicht gespielt. Dune 2000 habe ich gespielt und Dune 2 auch vor vielen, vielen Jahren. Allerdings muss man sagen, ist diese Adaption des Ganzen eigentlich näher dann an dem Material, würde ich behaupten, als die alten Spiele. Wenn man da auch mit Panzern so überall rumgefahren ist und so. Und es gibt halt, auf Dune wird halt nur Infanterie eingesetzt. Selbst Schilde, also das ist eigentlich eine der markantesten Sachen am Dune-Universum, werden dort nicht eingesetzt, da können nicht eingesetzt werden, weil die Vibration der Schilde die Würmer anlockt. Ja, so ein paar Lore-Snippets werde ich ab und zu auch mal droppen. Ich habe erst vor kurzem diverse Prequels und so weiter dazu gelesen und die Hauptbücher, die arbeite ich gerade auch durch. Deswegen, falls euch sowas interessiert, könnt ihr auch gerne dabei bleiben. So. Also, das ist also erstmal Haus Atreides, verdankt seinen hervorragenden Ruf, den Befehlsstil seines Anführers, entschieden doch ehrenhaft und fair. Auf Erlass des Imperators hat Haus Atreides gegen die Verwaltung, gerade die Verwaltung von Arrakis übernommen, das bisher unter der Leitung der Harkonnen stand. Also, wir können tatsächlich Dörfer friedlich annektieren. Andere Fraktionen verlieren bei Abkommen mit uns keine Autorität. Wir profitieren mehr von hohem Ansehen im Landsrat. Es gibt so diverse Spielmehrheiligen, die hier angesprochen werden. Die werden wir aber gleich im Spiel selber ein bisschen genauer besprechen. Ja, wir können keine neutralen Dörfer plündern. Ich habe das ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie gemacht. Außer im Krieg, andere Dörfer zu plündern, die von jemand anders besetzt sind. Selbst mit den Harkonnen habe ich es nicht gemacht, weil es irgendwie unsinnig. Bei 5K Hegemonie kriegen wir... Okay, bei positiver Revolution kriegen wir mehr Solari und bei negativer Revolution kriegen wir mehr Kraft. Okay, das ist schon mal ganz nett. Also Hegemonie ist einer der Werte, die wir sammeln, deren Hilfe wir das Spiel gewinnen können. Und da hat jeder auch einen anderen Bonus, wenn er die sammelt. Es ist allgemein ganz cool gestaffelt, das Spiel. Man kann sich verschiedene Boni immer über Zeit auch immer wieder einsammeln. Und ja, das kann seine Einheiten doch, die Einheiten doch extrem stärken. Muss man auch sehr darauf achten bei Infanterie. Die haben alle verschiedene Effekte, verschiedene Sachen, auf die man achten muss, damit sie ordentlich funktionieren. Ja, und diese Begleiter hier, das ist natürlich hier Leto Atreides, der erste. Hey. genau, also die ganzen Begleiter, die kennt man auch aus der Story. Lady Jessica, Duncan Idaho, der Schwertmeister, hier Tuvi Hubbard, der Mentat und Gurney Halleck, der lustige Gitarrenspieler, ja. Ja, er wäre sicher froh, wenn man ihn so in Erinnerung hat. Ich denke, wir werden mal Duncan nehmen. Der bringt uns Beziehungsgewinne mit Siege.
sind um 100% erhöht. Siege sind die Siedlungen, die unabhängigen Siedlungen der Fremen, weil die Fremen als Fraktion gibt es ja auch. Die haben zwar ihren eigenen Siege-Tabor, also den Haupt-Siege von Stelga und so, den sie halt spielen sozusagen, wie man da spielt, wenn man die ist. Es gibt aber auch unabhängige Fremen, die einen dann immer wieder angreifen zum Beispiel. Ja. Und wenn man mit denen halt die Beziehung hoch genug hat, kann man sich mit denen verbünden und kann sich dort verschiedene Boni immer rausziehen. Das ist nicht ganz spektakulär, ist im Prinzip immer nur ein Klick, aber es ist ganz okay. Noch mehr Boni, die man sich da abholen kann. Und Annektierungskosten für Dörfer sind auch nicht schlecht. So, als Schwertmeister von Haus Atreides und einer von Letos, am treuesten ergebenen Männer, wurde bei ihrer Ankunft auf Arrakis als Letos Botschafter zu den Fremen sandt. So, als zweites werden wir tatsächlich, glaube ich, Gurney hier nehmen. Blitzveteran klingt schon mal ganz interessant. Dass sie da bessere Einheiten bekommen, dass sie mehr Erfahrung kriegen, ist euch auch nicht schlecht. Ja, die standhafte Loyalität des Kampfmeisters und Dichters und die vielen Jahre im Dienst von Haus Atreides haben Gurney zu einem geschätzten Freund und Vertrauten gemacht. Auch wenn er keine Schönheit ist, seine Begabung als Sänger und Kämpfer macht ihn zu einer charismatischen und gefürchteten Figur. Ja, Junge ist übelst hässlich. Ja. Weil es geht eigentlich, wenn man es hier so anschaut, ne? So vernarbtes Gesicht ist so seine Markenzeichen. Außer, dass er halt immer einen coolen Spruch auf den Lippen hat, ja, irgendein cooles Zitat und auch das Ballast hat diese super krasse Dune-Gitarre, was auch immer, wie das Ding immer aussieht. Ich habe mir das noch nicht so ausgiebig vorgestellt, wenn ich ehrlich bin, wie das Ding aussieht, aber es scheint irgendeine Gitarre mit sehr vielen Seiten zu sein, die sehr schwer zu bespielen ist, offensichtlich. Da ist er ein Meister davon. Habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt, aber man kann die Welten theoretisch auch auf größer stellen. Wir spielen hier alles auf Medium, also alles auf Standard sozusagen, was die Einstellungen angeht. Genau, und so sieht das Ganze aus. Das Ganze ist sektorbasiert. Also das hier sind quasi die gesamte Karte. Bis hier hinten können wir nach außen. Und am Anfang man sieht auch jetzt schon unser erstes Spicefeld da hinten. Ich habe das total mal angelassen. Das sind im Prinzip so kleine Missionen, die euch hier so ein bisschen durchleiten am Anfang. Gibt aber keine Belohnungen dafür oder so. Ist einfach nur... man klickt das im Prinzip einmal nur durch. Also das Prinzip ist bei allen Fraktionen in dem Bereich gleich. Zumindest soweit ich das sagen kann. Wir haben halt die Ornithopter, das sind unsere Scouts. Die können wir manuell rumschicken. Ja, wir können sie aber auch hier auf automatische Aufklärung stellen. Dann fliegen sie eben automatisch rum. Wir werden es am Anfang ein bisschen manuell machen um uns herum. Dass wir erstmal die Sektoren hier drum mal alle uns anschauen. Dass wir wissen, wohin wir expandieren. Ja. Ganz wichtig ist natürlich, dass wir genug Spice auf die Schnelle herbeibekommen, weil wir, das seht ihr hier, das ist die kaiserliche Steuer, die müssen wir immer wieder bezahlen, alle 30 Tage, 25 Tage. Und das ist eine der Hauptspielmechaniken hier zum Beispiel. Ist das eine Hauptspielmechanik? Eigentlich irgendwie schon. Hier zum Beispiel mal einzuschneiden, wie viel das Spice, das man erntet, auf Lager tut, um das hier zum Beispiel vorzulagern, damit man was abgeben kann. Und wie viel man immer verkauft direkt auf dem Markt hier für Solar, damit man hier sein Geld aufstocken kann. Hat sich tatsächlich auch als nützlich erwiesen, das meistens nicht irgendwie auf Mittelstellung zu lasten oder so, sondern eben, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Preis haben, von 2 Solari pro Spice, dass man sagt, hey, wir verkaufen einfach alles, was wir haben. Und erst wenn es dann, wenn die Preise runtergehen oder wenn es halt knapp wird, wenn man weiß, okay, Mist, ich muss da doch noch bald die Steuern bezahlen und dann einfach alles auf Null zu setzen und dann hier ein bisschen Minus in den Kauf zu nehmen. Das hat sich bei mir auf jeden Fall bewährt, auf eine bessere Art und Weise als alles andere. Eine andere Sache, ne, ihr könnt mit Space immer pausieren, also mit Leertaste kein Problem. Das geht hier oben, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ist ein bisschen versteckt eigentlich. Man kann auch die Geschwindigkeit beschleunigen. Ihr seht das hier, wenn man hier draufklickt, einmal geht es schneller. Mit Rechtsklick wird es wieder langsamer. Also, ist ein bisschen versteckt da oben, wenn man ehrlich ist. Oh, warte mal, ist das direkt? Oh, das ist ein Windpass. Also tatsächlich ist es so, es gibt auch verschiedene Arten von Territorien hier. Ne? Manche geben auch tatsächlich Boni, wenn man sie besetzt. Hegemonie-Boni. Muss man so ein bisschen darauf achten, das steht dann immer hier unten, was es Spezielles drin ergibt. Hier sehen wir jetzt ein Spicefeld und irgendwas anderes ist hier dann auch noch mit dabei. Das könnte das hier sein. Und ihr seht im Prinzip, deckt der Top da dann erstmal so das normale Gebiet auf. Dann sehen wir das zunächst einmal und danach geht er eben die verschiedenen Geheimgeschichten hier durch und schaut sich mal an, was das für Sachen sind. Die kann man dann unter Umständen erkunden. Das wäre aber lässig, ich muss es nicht erklären. Lassen wir es einfach mal laufen. Bauen uns mal direkt einen zweiten Ornithopter.
damit das ein bisschen schneller geht. So. Und vom Aussehen her finde ich es ehrlich gesagt recht gelungen. Die Grafik, ich weiß, ne, Comic, so leichter Comic-Look und so ist ja nicht jedermanns Sache. Meiner eigentlich auch nicht, aber ich finde hier ist es ziemlich schön gelungen. Ich finde es recht stimmig, das Ganze. So. So, verlassenes Fremdenlager. Ja. Die haben auch immer hier verschiedene Sachen, die als Belohnung abgeholt werden können. Und es gibt eben zwei verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Entweder man schickt einfach eine Militäreinheit hin, um sich das anzuschauen. Dann kriegt man diese Belohnung hier auf der rechten Seite. Und hier auf der linken Seite, da ist es immer ein Agent, den man auswählen kann. Die haben wir aber noch nicht, die werden wir erst freischalten nach und nach hier. Na gut, dann zeig doch mal, was das hier ist. Das sieht ja nämlich ein bisschen anders aus, dieses ganze Feld. Ah, guck mal, dann da ist auch schon das erste Dorf. Weg der Wüste, mehr Erfahrung, vor allem mit herrschenden Einheiten. Diese Einheimischen können deine Truppen in Wüstentaktik ausbilden. Okay, das ist ja schon mal ganz nett. So, dann nimm mal das Gebiet daneben direkt als nächstes. Oh, es sind zwei Gebiete. Oh, und da ist schon direkt der Fremdentop da. Das heißt, die sind nicht weit weg von uns. Ah, hier ist tiefe Wüste. Ja, muss man super aufpassen. Der hier Vorratentzug pro Tag plus 300%. Oder Militäreinheiten haben alle Vorräte. Können Sie ja schon mal hier so einen Soldaten gleich mal ausbilden. Und ja, bei diesen Einheiten ist es super wichtig, dass ihr euch wirklich alles durchlesen. Also nicht nur auf die Werte hier achten, ne, 17 Kampfstärke, 4 Verteidigung und so weiter und so fort, wie viel AP die haben. Sondern na, schaut euch genau an, was da steht. Zum Beispiel gibt es bei den Fremen, genau, oder allgemein bei Distanzeinheiten ist es so, wenn die im Nahkampf sind, dann kriegen die festgesetzt und werden immens viel schwächer. Bei den Harkonnen gibt es Einheiten, die stärker werden, wenn ein Verbündeter stirbt und so weiter und so fort. Das sind so spezielle Sachen, die so ein bisschen immer in die Art und Weise der Fraktion ein bisschen mit reinspielen. Also bei den Harkonnen gibt es da so ein paar Spezialgeschichten, auf die man aufpassen muss. Und hier, was haben wir denn hier? Koordination hat er für jeden durch eine verbündete Einheit erhaltenen Bonus 20% Kraft. Okay. Was haben wir denn hier noch? Wir haben Schwerteschützen. Und du machst Feuer fokussieren. Verbündete Einheit, die dasselbe Ziel angreifen, erhalten plus 5% Kraft. Also hier wird Fokusfeuer belohnt bei den Jungs hier. Bei schweren Schützen fügst du dem Gegner Schaden zu, bewirkt das gestört. Mal 10 maximal gestackt. Bis zum Ende des Kampfes seltener Schaden plus 2%. Das ist natürlich super, ne, wenn man sowas dann stacken kann auf dem Feind. Ansonsten haben wir hier einen Sprengtrupp. Distanzangriffe fügen Gebietsschaden zu und Chance aus Distanzangriffe Panzerung zerstören plus 30%. Okay, also auch hier leidet im Nahkampf auch nochmal massiv viel Schaden. Das ist eigentlich ganz witzig. Ne? Diese ganze Tatsache, dass man hier überhaupt Fernkampfwaffen benutzt, ist eigentlich schon was Besonderes. Denn tatsächlich ist Dune eines der Universen, ja, wo man quasi auf die Nahkampfgeschichte zurückgegangen ist. Das hat folgende Gründe. Normalerweise gibt es eben die Holzmannschilde und die halten alles auf, was schnell fliegt. Ja. Das geht sogar so weit, dass man, selbst wenn man mit Messern kämpft, also was jetzt so die vorwiegende Art und Weise zu kämpfen ist, mit Nahkampfwaffen eben, selbst wenn man mit Messern kämpft, muss man im Kampf teilweise, wenn man zuschlägt, zum Schluss etwas langsamer werden, damit man nicht zu schnell zuschlägt beim Versuchen, einen Gegner zu treffen, weil die das sonst abfangen würden. Es ist eine super interessante Sache. Holzmannschilde heißen die Dinger. Und da kaufen wir uns mal den Beton hier als Belohnung, das ist schon okay. Genau, Beton ist unser primäres Baumaterial. Also dann suchen wir uns mal hier einen Soldat und einen Jäger noch. Kostet uns in der Regel bei den Einheiten immer Arbeitskraft oder Mannstärke ist das hier eigentlich. Also Manpower heißt es auf Englisch. Ich hätte Mannstärke, hätte ich in dem Fall tatsächlich auch als bessere Übersetzung gefunden. Das setzt man für verschiedene Sachen ein, vorwiegend für das Rekrutieren von Einheiten, aber eben auch für das Bemannen von Spice Harvestern, die man dann hier in der Gegend rumschickt. Ansonsten, wie schon gesagt, Plastahl, also Beton, naja, man kann es nennen, wie man es möchte. vor allem wichtig, weil man auch zum Beispiel Platten bauen muss, wo man mehr Gebäude errichten kann. Die sind nämlich sehr eingeschränkt. Zusätzlich hier noch die Brennstoffzellen.
Da seht ihr, ne, die Ornithopter, die ziehen hier schon so ein bisschen was raus. Aber auch verschiedene Gebäude, die tun das dann nach und nach. So. Okay, also wir haben direkt südlich von uns. Ja, wahrscheinlich ist. Ja, das hier sieht schon so aus, ne? Ja. Das könnte schon das Fremdgebiet hier sein. Allerdings sieht man auch, ne, also wir sind quasi von denen durch diese große Wüste hier getrennt. Die Fremen selber, die haben relativ früh Entwicklungsboni. Das ist die Forschung, die wir bald hier freischalten werden. Die können dort dann entsprechend schneller es freischalten, dass sie durch diese Wüsten durchlaufen können. Naja, sie verlieren zwar immer noch dann extrem viel Zeug, aber ja, es ist ein bisschen einfacher als mit allen anderen Fraktionen. Hier sind wir jetzt fertig, können das machen, schließen die Belohnung ab und kriegen 156 davon. Jetzt kannst du hier nämlich dann auch gleich erkunden gehen. So, das sind unsere Einheiten. Ihr seht, sieht ganz nett aus alles, ja. Es sind jetzt keine riesigen Truppen, die man hier dann hat, sondern wirklich nur kleine Armeen, ist alles eingeschränkt. Und eigentlich stehen wir hier jetzt schon wieder vor einer kleinen Entscheidung. Wir haben ja diese Fähigkeit der Atreiden, das Dorf hier friedlich zu annektieren. Allerdings, ja, dauert das 15 Tage und das wollen wir eigentlich nicht warten, ne, weil ne, das 19 Tage dauert es, bis wir hier bezahlen müssen. Und wir erst hier in 15 Tagen das Ding hier erobert haben, dann dauert es einfach zu lange. Deswegen werden wir jetzt hinrennen mit unseren zwei Einheiten. Die sind ja dank unseres Gurneys auch schon auf Level 2. Das seht ihr hier unten. Diese Schilder müssten das hier sein. Das hier sind eh schon mal ein bisschen besser. Und dann seht ihr hier mit dem Fernkampf und hier die Jungs mit ihren coolen Schwertern. So, die schicken wir hier jetzt hin. Und die sollen hier dann mal regeln, würde ich sagen. Hier ist das nächste Dorf und doch viele verschiedene andere Sachen. Das sind oft auch Ressourcen, die entdeckt werden können. Es gibt so Rohmaterial, wo man dann mehr Blasstahl bekommt, wenn man sich da ausbaut. Ah, und ihr seht das auch jetzt direkt, ne? Das oberste ist eher die Hitpoint-Leiste, also eure Lebenspunkte. Das zweite ist die Versorgung. Das seht ihr hier, das hier, der Vorrat. Da gibt es sehr früh im Militär-Tech-Baum eine Möglichkeit, das auf 150 zu erhöhen. Dann ist das ein bisschen, ja, nicht ganz so extrem drastisch, wie wir das jetzt hier sehen, weil es geht schon sehr, sehr schnell runter. So. So, Rebwas. Etwas muss vernichtet werden. So. So, die kämpfen jetzt schon mal hier sehr viel ineffektiver, ne, weil es jetzt natürlich hier Nahkämpfer sind, die im Nahkampf sind, Fernkämpfer, die im Nahkampf sind, und bei diesen ganzen Milizen ist es, die kriegen auch noch Panik, wenn sie, ja, da ist es, ja, wenn es viele Leute sterben, wenn die Hälfte der, wenn sie die Hälfte der hier runter sind. Sie sieht auch hier die Anzeige, und ich glaube, dann, wenn sie nichts zu tun haben, das hier so angezeigt. Ja, man hat eine Energiequelle. Hier würde es sich zum Beispiel dann lohnen, eine Brennstoffzellenfabrik zu bauen. So, ansonsten haben wir hier auch nochmal das. Da gibt es Solaria als Belohnung. Nee, es ist Hegemonie sogar. Andere Belohnung wäre aber Forschung. Muss man sich dann immer entscheiden, was man denn möchte. Das ist ein abgestürzter Ornithopter. Ja. Fliegt doch erstmal. Da hinten gibt es eh nichts mehr. Dann mach du mal dieses Gebiet hier. Und er macht dann die hier, dann haben wir so um uns herum zumindest mal alles uns angeschaut. So. Und hier entbrennt der Kampf. Ich spiele gerade die DirectX-Version übrigens vielleicht auch, um das mal zu erwähnen, es gibt auch eine OpenGL-Variante. Die habe ich jetzt noch gar nicht getestet, weil ich habe davor nur die Press-Preview gespielt und da gab es nur eine Variante. Weil ich jetzt immer wieder gesehen habe, dass ich hier komische Ruckler habe. Die hatte ich davor eigentlich nie. So, und jetzt können wir hier besetzen. Und ihr seht, während wir hier drin stehen, füllen sich unsere, unsere Versorgungsgüter wieder auf. Das ist ganz großartig. Windstärke 4 ist schon mal ganz nett. Mit Windfallen können wir nämlich Wasser einsammeln. Und das ist immer die Windstärke mal 3. Ja, in dem Fall 4x3. Und das ist dann schon ganz ordentlich. Guck mal, hier haben wir Mineralien. Die geben uns dann mehr Blasstahl. Okay. Das ist gar nicht so extrem schlecht, die Position hier. So, jetzt haben wir das Ding hier erobert.
Ihr seht, unsere Grenzen haben sich erweitert um das hier. Und wir können jetzt hier zum einen Miliz ausstatten. Das ist ganz interessant, bei den Harkonnen zum Beispiel, da sollte man immer auf jeden Fall überall Milizen reinpacken. Aber nur aus dem Grund, weil jede Milizeinheit die Ressourcenproduktion dieses Dorfes erhöht. Also, so, mal gucken, ob wir irgendwas Spezielles hier haben. Nicht wirklich, ja. Ja. Flugplätze sind wichtig, um Leute zu transportieren. Das kann man hier ansehen. Ihr könnt das von diesem Platz, ihr könnt das sowieso immer machen. Aber ihr müsst halt auch einen Zielplatz haben, wo, sag ich mal, ein Gebiet von Flugplatz steht. Und das hört sich jetzt super einfach an, aber dadurch, dass die Anzahl der Gebäude sehr eingeschränkt ist und man für jeden weiteren Slot, also man kriegt immer zwei Slots automatisch, und dann kostet der nächste Slot 100, dann der nächste 300, der nächste 500 und so weiter. Also es wird extrem teuer, wirklich große Dörfer hier auszubauen. So, aber das hier, das reicht auf jeden Fall. Na, wie ihr das hier macht, ne, ob ihr die Sachen verteilt oder nicht, das, sag ich mal, ist euch überlassen. Die können auch hier in diesem Gebiet nicht von Würmern angegriffen werden. Die Würmer an sich, muss man echt ein bisschen drauf achten. Es ist, sag ich mal, bei den Sandlern ist es relativ okay, da gibt es auch einen Knopf bei dem Sandler selbst, den man drücken kann, damit die automatisch zurückgezogen werden jedes Mal. Da kommt der Carrier und bringt sie immer zurück. Man muss sie dann aber, zumindest was in der Preview-Version, so muss sie mal also von Hand wieder neu deployen. Und die stehen dann immer an der von der D und warten dann ab. So, und das ist jetzt die Forschung. Also, im Prinzip hier Militär, Ausbau bzw. Engineering. Und das ist, ja, weiß ich gar nicht, wie ich das nennen soll. Ja, lokales Zeug mit Wasserhandel und so. Und das ist dann hier Spionage. Aber hier ist es, glaube ich, das erste. Ja, genau, da seht ihr, das Überlebenstraining erhöht den maximalen Vorrat von Armin um 50%. Es hat sich für mich aber, wenn ich ehrlich bin, bisher als sehr gut erwiesen, wenn man diese Reihe hier versucht, möglichst schnell runterzugehen. Ja. Und ihr seht, das gibt uns nämlich hier immer mehr Crews für unsere Ernte. Und eine Crew kostet 50 Arbeitskraft. Und na, da kriegt ihr halt quasi mit einem, durch ein Spice, wenn ihr ein Spice bekommt, könnt ihr dann stattdessen mehr oder weniger sozusagen das Dreifache oder so ausbauen. Ja, dann lasst doch mal das direkt mitnehmen. Da sind auch Baukostenreduzierungen drin. Und ihr seht immer, wie viel, die Anzahl der Tage, wie lange das wartet. Warteschlangen können wir auch machen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall auch tun. Und dann direkt die Modulteile mit dem besseren Cruiser. Kosten wir Annektierung. Werkstatt wäre auch nicht schlecht, hm? Machen wir es mal so. Es ist Nacht. Sieht wunderprächtig aus hier. Auch der Hintergrund, ne? Sieht alles sehr, sehr schön aus. So, unsere Leute sind wieder aufgefüllt. Dann sollten wir direkt das nächste Ding einnehmen. Die Frage ist nur, welches das sein wird. Du bist fertig. Geh mal da hoch. Ja, also wir müssen auch nicht unbedingt zusammenhängende Gebiete uns immer holen. Das kommt noch ein bisschen dazu. Ja. So, jetzt seht ihr hier, das ist der Sammler. Der steht jetzt hier erstmal rum. Wir setzen jetzt hier. Die eine Crew ein. Da seht ihr, das ist dieses kleine Symbol hier drüben und jetzt wird er darüber gebracht. Und hier unten dieser Knopf automatischer Rückruf aktivieren. Ja, wenn wir das machen, dann wird er automatisch abgeholt, wenn ein Wurm sichtbar ist. Also sonst ist es echt. Also man hat in der Regel schon genug zu tun, muss auf mehrere Sachen aufpassen, vor allem dann etwas später, wenn man auch Feindkontakt hat, dass man sich nicht ständig darum kümmern kann, ob da jetzt ein Wurm ankommt. Das Wurmsymbol ist auch jetzt vielleicht nicht ganz so optimal gemacht. Es ist halt so ein rotes blinkendes Teil. Jetzt habe ich extrem lange dafür gebraucht, hier überhaupt das erste Spice-Ding zu starten. Deswegen packen wir das mal so an, dass wir hier direkt mal alles ins Lager packen und nichts verkaufen. Halt so rum muss es sein. So. Okay. So mal. Die Werkstatt. Was macht denn die Werkstatt? Das ist das Hegemoniegebäude, alles klar. Ja, ich habe es auf Englisch gespielt, deswegen. Ja. Gebäudenamen sind jetzt noch nicht so ganz klar. Ja, wir haben eigentlich noch genug von allem.
Einzige Verteidigungsgebäude ist die Raketenbatterie. Ist tatsächlich nicht schlecht. Wir sollten uns auch hier eigentlich ja die schnell ausbauen. Ja, also es gibt auch, wie gesagt, es gibt sogar Boni für. Das wäre schön, wenn wir das finden würden. So ein spezielles Gebiet. Das ist natürlich auch wieder so eine. Also diese komischen Ruckler, die hatte ich davor die ganze Zeit nie. Was ist denn hier los? Das ist auch wieder eine tiefe Wüste. Das sieht alles spitzenmäßig aus. Eigentlich wollte ich dich jetzt eher dahin schicken, aber gut. So, ich habe jetzt mal auf die OpenGL-Version gewechselt hier. So, und zack, ist auch fertig. Hoffen wir mal, es besser. Ah, ihr seht ja, ne? Die kleinen schönen Schweber, die hier hin und her jinxen. Es ist so eine nette Kleinigkeit. Tatsächlich könnte es auch noch mehr davon geben, ne? Wenn hier so ein paar Leute rumlaufen würden oder so. Das würde schon schöner aussehen. Musik ist eigentlich auch recht schön im Spiel, finde ich. Gut gelungen. Okay, ich sehe schon. Die sollten wir eher nach da hoch, okay. Nehmen wir jetzt mal dieses Dorf hier. Tage. Hä? Holen wir uns das mal friedlich und das holen wir uns auf die traditionelle Art und Weise. So, wie ihr seht, es ist ein bisschen knapp, aber wir schaffen es schon noch. Das hier ganz rein zu holen. So, also die meisten Ressourcen, seht ihr, sind hier oben. Einfluss ist ein bisschen versteckt, das ist hier hinten und das sind unsere politischen Stimmen hier. Da wird gleich die erste Abstimmung dann kommen. Wir können natürlich auch politisch aktiv werden, der Landsrat, das ist sozusagen der galaktische Senat, wo wir verschiedene Resolutionen einbringen können. Ist ein bisschen, ja, vorzustellen wie die Stellaris-Mechanik bei Diplomatie, so, das ist die nächste Abstimmung. Ah, das ist der erste Agent, noch besser. Lina, sie ist eine Händlerin. Globale Reputation von Solari ist pro Klationsstufe um 1 erhöht. Es also sind jetzt verschiedene Sachen mit diesen Agenten hier machen. Können sie zur Gegenspionage einsetzen. Ihr seht, die erscheinen auch automatisch nach einer gewissen Zeit. Gibt auch Texte, die das beschleunigen, wie oft die dann erscheinen. Und hier eben die verschiedenen Institutionen, Organisationen, könnte man sagen. Mafia, ja, Chom auf Englisch. Das sind die Leute, die sich um eigentlich den Verkauf vom Spice selber handeln. Das ist das hier oben. So, und jetzt haben wir genug hier. Jetzt können wir direkt mal auch das wieder so ganz umsetzen hier, weil der Preis ganz gut ist gerade. Gut was einsammeln. Ja, aber das ist so als Nebenkriegsschauplatz. So, wenn wir jetzt zum Beispiel hier drüben die Leute reinpacken, kriegen wir Inflation gegen die Harkonnen oder gegen die Schmuggler oder gegen die Fremden, das ist ganz klar. Umso mehr wir dann machen können, umso mehr krasse Aktionen können wir hier durchführen. Die sind hier auf der rechten Seite. Wir akkumulieren dann hier die ganze Zeit die Aufklärung und können dann ja verschiedene Aktionen starten dann. Wenn man zum Beispiel hier den Agent Arrakis einsetzt, dann sieht er, gibt uns das verschiedene Boni zum einen. Ja. Wir entdecken auch Siege schneller, was schon mal ganz gut ist. Aufklärung, Autorität und wir können jetzt auch hier unten quasi das hier wählen und die Leute hier einsetzen. Dauert 8 Tage. Das ist uns wichtiger, Hegemonie oder Entwicklung? Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Was haben wir denn hier für eine Auswahl? Hier ist es Intel oder ein Ornithopter. Ach, guck mal, hier ist es eine militärische Einheit für die Untersuchung. Okay, also es scheint vor allem was zu passen. Ich hatte bisher noch nie jemanden, einen solchen Ornithopter hinschicken musste. Also bei den anderen Fraktionen meine ich. Aber gut. Oh shit, jetzt habe ich die kurz hier zu lange stehen lassen. Jetzt müssen wir schnell mal hier hoch dann. Jetzt was passiert wirklich schnell. Ja, und mit diesen nur 100 Versorgungspunkten, ihr seht jetzt für die meisten mal hier Energie. Ja. Chillen mal kurz, so. Ist alles gut. Ja, dagegen ist das jetzt dann wieder schnell. Gut, dann bauen wir hier noch die Windfallen. Ich schätze, das ist grundsätzlich eine gute Sache. So,
So, und dann sollten wir hier auch mal Milizen ausbilden. Keine Kraftabzüge. Das ist ja schon mal ganz nett. Es ist halt so ein bisschen. Ja, mit etwas Glück werden wir hier erstmal gar nicht angegriffen, aber dass hier eine tiefe Wüste daneben ist und so und ja, die Fremden gleich da unten. Ich bin schon fast sicher, dass dort bestimmt auch Siege ist. Krass, das sind auch nochmal zwei ganze Gebiete hier. So, aber schau dir erstmal das hier an. Genau. Dann greifen wir das an. Können uns dann noch einen Soldaten holen. Kostet alles auch Instand, also Unterhaltskosten, das ist immer so ein bisschen, hey. So, diesmal sind es zwei Nahkämpfer. Und ihr seht, das ist jetzt so nah dran an uns, dass unsere Stadt hier ein bisschen mithilft. Also das kann nur passieren bei den Sektoren, die uns ja quasi hier umkreisen. So. Lass mal kurz warten, bis das Gebäude hier fertig ist, dann haben wir auch wieder genug Wasser. So, erste Entwicklung ist durch. Jetzt kommt das mit der ersten Zusatzernte bzw. Zusatzcrew. Na? Sind wir soweit? Jetzt. So, bei dir haben wir es ja schon bezahlt. Eine Ruine. Ja, jetzt macht man einfach das, die Entwicklung. Hegemonie können wir uns auch noch auf andere Weise holen. So, das ist auch die nächste Stadt. Nehmen wir das hier alles an. Wenig Spice um uns herum. Das ist ein bisschen. Viele Dörfer ohne nichts. Das ist kein besonders guter Start, wenn ich ehrlich bin. Keine gute Startposition. Auch wenn wir hier rechts in der Ecke sind, aber. Dadurch, dass es eh nur so wenig Fraktionen gibt, ist man mehr oder weniger eigentlich immer in der Ecke. Ah, okay. Der Spice-Bericht. Steuer ist bezahlt. So. Der Wechselkurs ist 1,6. Das heißt, wir werden jetzt erstmal wieder massiv einlagern hier. Genug Geld haben wir fürs Erste. So, hier haben wir noch genug Wasser, um das nächste Teil einzunehmen. Hier mit den Treibstoffzellen. Das wäre gar nicht so schlecht. Und das müssen wir uns echt auch noch an. Oh. Da kommt ein Angriff. Ja, und wir haben nur eine Miliz hier drin. Ja, also das sind jetzt unabhängige Fremdleute hier. Die aus dem Siege kamen. Einheimische, sogenannte. Okay. Neues Landratskonzil. So. Jetzt, wir haben in 6 Tagen wird hier drüber abgestimmt und wir können dann hier dann gleich unsere Stimmen verteilen. Das sind verschiedene Sachen. Manchmal ist es, kann man auf andere Fraktionen etwas anwenden, manchmal ist es auf sich selbst. Ja, es ist so ein bisschen, es ist ganz nett. Aber, ja. Wie die meisten politischen Systeme in Spielen, die sich nicht explizit mit Politik befassen, ist es so ein bisschen, ja, ist ganz nett, aber jetzt nichts Besonderes eigentlich. So, schicken wir unseren Mann hier mal raus. Der dürfte das aber gewinnen, weil der schon ein Advanced Milizionär ist eigentlich. So, sobald die Top da hier oben dann fertig sind, echt mal gern noch ein Spice-Feld irgendwo. Hier gibt es eine Spice-Belohnung. So, wir unterstützen ein wenig. Ja, es wird eine ganze Weile dauern, bis wir hier wirklich wissen, wo diese ganzen Leute rumstehen. Ich denke, da können wir definitiv mal den hier machen. Es gibt viele Gebäude tatsächlich, die auch regionübergreifend Boni vergeben. Also bei den, sag ich mal,
normalen Fraktionen wie Harkonnen und Atreides sind das dann, es ist vorwiegend das hier, genau, das Wartungszentrum. Das sieht hier Instandhaltung bei Gebäuden, reduziert um 30% von Soladi und von Plastahl. Und ihr seht, verbündeten Dörfern der Region und deren Nachbarn. So ist es, wenn wir das hier bauen, haben wir das auch hier, da und da. Die Fremen haben da nochmal viel klassere Gebäude, die zum Beispiel Kampfkraft steigern, beziehungsweise, das ist gar nicht einmal das, was ich meine, sondern sie können die Spice-Produktion erhöhen um 20%. Das ist schon recht heftig. So, jetzt machen wir aber das hier mal. So, das hier wird auch langsam aber sicher eingenommen. Okay. So, nächster Agent ist da. So, den setze ich immer, die ersten setze ich immer ganz gerne hier bei dieser Mafia-Sache ein. Einfach nur, weil es ein bisschen Geld bringt. Was dann auch geschickt ist, relativ schnell ist, einen bei der Raumgilde einzusetzen. Weil, ja, dort gibt es nämlich Mannstärke. Wir sind jetzt mal hier kurz mal über diesen Rand hier drüber gelaufen und haben schon wieder so viel verloren. So, eigentlich sollten wir uns vielleicht doch nochmal einen weiteren Mann hier bauen. Wir können auch schwere Schützen machen. Mach mal. Auch wenn uns das ein bisschen... Oh, Sand vom... Oh, nee. Das ist nicht gut. Los, kommt hier auf den Stein. Oh. Man sieht immer, wenn das so komisch vibriert, ist dann Wurm in der Nähe. Wir sollten aber eigentlich safe sein, solange ihr dann auf diesem Steinzeug steht hier, seid ihr eigentlich safe. Zumindest glaube ich das. Ja. Ist ganz cool. Das, was wir hier haben mit den Shuttles, wo wir halt die Flugfelder verbrauchen, das können die Fremen auch ohne das machen. Die haben hier auf der rechten Seite eine Spezialmechanik. Da können sie einen Fumper aufbauen. Das ist so ein Klopfding, das einen Wurm anlockt. Und dann können sie sagen, okay, ich will die Einheiten hier, Fumper drauf, zack. Und ich will sie von mir aus dann hierhin bewegen. Und dann werden die quasi vom Wurm verschluckt sozusagen. Und überwiegt sich dann. Das ist ein bisschen strange gemacht, weil er ist halt eigentlich unterirdisch unterwegs, nicht oberirdisch. Ja, weil normalerweise sind die halt oberirdisch unterwegs, aber naja, das ist halt wahrscheinlich einfach nur, weil es sonst echt komisch aussehen würde, wenn hier ein Riesenwurm oben auf einmal wäre. Ja, der durch alles durchklebt, vor allem, weil es nichts hinterlässt als Spur. Genau, und die können sich dann auf jeden Fall damit transportieren. Super geschickt. So, du warst ja... Militärische Einheit. Ja, dann ja, mach das doch mal hier. Ja, wir wollen das hier auch einnehmen. So. Okay. Also gut, da haben wir jetzt die Abstimmung. Also Wissenschaftskongress, die Geschwindigkeit für den Abschluss von Entwicklungen beim Militär ist um 50% erhöht. Das können wir unterstützen. Hier unten tun wir unsere Stimmen. Einerseits an uns, wir können die immer mit Einfluss noch zusätzlich, hochsetzen. Industrielle Vorschriften, Plastik und Standhaltung plus 30%. Wir könnten die Harkonnen runtersetzen. Militärforschung erhöhen. Komm, wir tun mal eine negative Resolution auf die Harkonnen setzen. Sehr... Ah ja, die X-Wissenschaftler. Das ist eines der Events, das relativ früh kommt. Ich glaube, das war bisher immer das Erste, was kommt. Hier sollen wir entweder zwei Entwicklungen uns holen. Wir haben 19 Tage Zeit. Das sollte eigentlich auch passen. Oder Ornithopter Wracks erkunden. So, also ein experimenteller Ornithopter. Naja, die Solade sind mir eh mehr wert. Also, wir wissen, worauf wir hier gehen. So, jetzt gehen wir mal hier ein bisschen runter. Wir haben eigentlich jetzt schon genug auf Lager. Aber die Austauschrate ist jetzt nicht so gut, deswegen gehen wir mal nur so
So, hier wurde zurückgeholt wegen dem Wurm offensichtlich. Das Dorf gehört jetzt auch uns. So, und hier können wir jetzt auf jeden Fall mal eine Betonblasstahlfabrik bauen. Hier. Wir haben mal 6 Wind sogar, das ist noch besser. Wollen wir mal die Windfallen gleich als nächstes machen. Hier sind wir fertig, können wir abschließen. Zack, die Agentin war das. Ah, was haben wir hier? Entwicklung, das. Und da ist Spice. Hier ist auch nochmal Spice. Da ist Hegemonie oder Entwicklung. Okay. So, und hier haben wir ja gesagt, du machst das schon, ne? Ja. Ja, jetzt machen sie es. Dieses Brennstoffzellengedöns. Genau, hier, zack. Und zack. Es ist aber echt beängstigend, dass wir noch kein weiteres Spice gefunden haben. Das macht mich schon... ganz schön fertig. Wir müssen jetzt einmal hier drüber schicken, dass er das hier erkundet. Aber es kann doch nicht sein, dass hier direkt daneben noch ein Spice-Feld ist. Es gab ein Patch, ne? Also ein paar Veränderungen gab es wohl von der Presse-Preview-Version zu der hier. Okay, wir sind gerade hier mit beschäftigt. Nee, sind wir gar nicht. Mach das mal. Eine Entwicklung haben wir ja jetzt, genau. So, und das geht auch gut in der Zeit. Da haben wir jetzt die Boni schon eingesammelt. Deswegen hatten wir hier schon einen kleinen Vorsprung. So, Kritiksplatte 16 Tage als nächstes. Ja, aber mehr Spice Crews. Und ihr seht, ne, hier ist jetzt ein leerer Typ. Jetzt können wir hier einen weiteren einsetzen. Super teuer, aber ne, gibt uns ja dann auch mehr Spice. Das ist also eine sehr gute Sache. Ja, das ist unser neuer Mann. So sieht der aus. So, guck mal hier rüber, wir holen uns jetzt mal hier die Sachen hier oben noch. Natürlich ist es einfach super gut, wenn man extrem viele von diesen Sachen hier hat. Ne? Ich überlege gerade am besten, wenn wir hier, ja, wenn wir hier so ein Instandhaltungsding bauen würden. Weil das, der Effekt davon geht dann auf hier, hier und auf diese ganzen Sektoren, die wir wahrscheinlich auch holen werden, ja. Das ist interessant, wir haben jetzt keinen speziellen weiteren, ja, also kein, wie soll man sagen, keine spezielle Region mehr gefunden, die irgendwie super gut ist. So, hier haben wir jetzt aber genug davon zumindest. Okay. Erntawrack. So, ich würde sagen, wir brauchen tatsächlich, hier direkt schon ein Rekrutierungsbüro. Die sind super teuer, wie ihr seht. Also kosten extrem viele Solari. Stimmt, dass wir trotzdem nur so wenig Blastahl hier bekommen. 30 Solari werden ja produziert, weil... Ach, guck mal, Glaskünstler gibt es hier. Also 30% der Blastahlproduktion des Dorfes als Produktion von Solari. Interessant. So, haben wir es denn... Gebieterfraktion erleidet. Ja, guck mal, Haus Hakon hat sich aber auch das hier gesichert tatsächlich. Das wurde abgelehnt. Okay. Ja, zumindest müssen sie jetzt mehr Blastahl zahlen. Es ist immer die Frage, wie krass sich das immer auswirkt auf die anderen Leute. Die werden bei uns Einfluss kaufen. Für Gold? Nee. Bauen wir mal ganz kurz ein bisschen Solari hier auf. So. Auf geht's, Jungs. Jetzt findet doch noch ein Spicefeld. Das gibt's doch nicht. Ich würde halt hardcore lachen, wenn das hier eins wäre, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss ein Dorf sein. Da ist ja sonst nichts. Muss bei 100% abschließen. Hat nur das hier Gemuni. Das ist hier oben. Und wenn wir uns das anschauen wollen, genau ist hier. Und da sehen wir auch, wie viel die anderen haben.
Und wir sehen eben hier die schon vorher angesprochenen Stufen. Ab 10.000 Voraussetzung für Charters können bis auf erforderliches Ansehen im Land ignoriert werden. Wow. Gute Ernte. So. Leider haben wir jetzt echt keine produktionssteigenden Gebäude oder sowas. So, wollen wir dich jetzt echt bauen? Ja, wir brauchen echt Arbeitskraft. So. Und, naja, wie gesagt, um 30% werden, wird es ja gemindert. Wir brauchen aber auch noch mehr Plastahlproduktion auf jeden Fall. So, komm, greift an. Bevor uns hier alles ganz ausgeht. Wir haben mittlerweile auch die 150 hier. Okay, du bist soweit. Halvas. Da ist auch alles schon erkundet. Okay, wir machen sie jetzt auf automatisch. Die finden bestimmt mehr als ich. Ab 2000 Hegemonie. Muss das, glaube ich, sein, genau. Schalten wir hier auch die Upgrades auf dem Hauptstadtgebäude frei. Das ist gar nicht so schlecht, weil es relativ stark ist. Ich sehe schon. Hier oben haben wir gesagt, bauen wir auch noch Windfallen, definitiv. 128. Ja, wir belagern das noch eine Runde. Die sind entschlossen. Produktion und Arbeitskraft plus 1. Cool. Also, könnte ich bitte die Windfallen vielleicht bald? Eventuell. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das krasse Einflüsse drauf hat. Auf den Preis. Also normalerweise müsste das, wenn wir zum Beispiel viel auf Lager haben, müsste der Preis theoretisch hochgehen. Ich konnte es noch nicht verifizieren, nicht hundertprozentig. Ich weiß nur, dass die Preise extrem hoch und sehr stabil hoch waren, als ich mit dem Flam extrem viel Spice auf Lager hatte. Mit denen geht es aber auch echt am leichtesten. Ihr müsst euch auch gar keine Sorgen, die Würmer machen. Die Flam benutzen nämlich keine, nur keine Ernte und so weiter. Die benutzen Sammler, im Sinne von menschliche Sammler. Da ist also dann alles total easy. Wir haben noch keinen Siege gefunden. Bin ich mal gespannt. So weit, so gut. Oh, da ist ein Raid. Der geht aber auf jemand anders. Ja. Also ich würde es vielleicht, um gleich mal ein Fazit, weil ich ja schon ein bisschen mehr gespielt habe, nach der ersten Folge zu geben. Oder in der ersten Folge noch. Ich finde, es ist jetzt schon absolut spielbar. Bugs habe ich jetzt eigentlich gar keine gehabt. Jetzt, wo ich auf OpenGL umgestiegen bin, gibt es auch keine Ruckler mehr. Zeigt das dir definitiv an, der DirectX-Variante hier. Ich finde, es ist ein gutes Spiel. Das könnte auch im Multiplayer durchaus spaßig werden, wenn, wie gesagt, ein bisschen Arbeit ins Balancing fließt. Was es halt nicht ist, ist für Leute, die irgendwie Dune 2000 oder Dune 2 gut fanden. Für solche Leute ist das wahrscheinlich eher nichts. Ich kann mir zwar selbst kaum vorstellen, dass jemand sich noch so ein altertümliches Spiel wünschen würde. Im Sinne von, es ist halt nostalgisch, wenn man drüber nachdenkt, so ist das alles ganz nett. Ich habe vor kurzem extra Dune 2000 mal mit OpenRA gespielt und es ist halt doch extrem stumpf alles, wenn man sich das so überlegt. Wie das damals halt war. Damals war das super faszinierend gewesen, aber mittlerweile ist es irgendwie doch sehr lau geworden. Und ja, wie gesagt, wenn man sich diese alten Spiele, wenn man die gut fand, kann man sie ja mit so Sachen wie OpenRA immer noch sehr gut spielen und fast schon, ja, eigentlich als Remastered. Also, ne, wenn ihr das nochmal spielen wollt, Dune 2000 OpenRA eingeben in Google, dann findet ihr das auf jeden Fall. Ja, ansonsten ist es halt eher, es ist halt ein 4X-Spiel, das ist alles ein bisschen gemütlicher, ne? Die Kämpfe sind nicht ganz so groß. Wie gesagt, diese Comic-Grafik ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich finde sie sehr stimmig. Ich finde, das alles sieht alles sehr atmosphärisch aus hier. Alles sehr schön. Auch die verschiedenen Fraktionen spielen sich durchaus unterschiedlich. Es fühlt sich anders an. Zum Beispiel haben die Harkonnen auch eine Fähigkeit, wo sie für 3 Tage lang die ganzen Dörfer unterdrücken können und dort die Produktion massiv steigern für die Zeit. Also ja, es gibt so viele Kleinigkeiten, die das Spiel eigentlich recht schön machen. Es ist erst Early Access, das heißt, es wird auch noch besser werden unter Umständen. Richtig geile Sache. Eine weitere Fraktion sind auch noch dazu kommen.
Bin ich sehr gespannt, wer das sein könnte. Und alles in allem zusammengefasst, mein erster Eindruck ist gut und ich denke, der Ausblick ist auch sehr gut. Ich denke, dass auf Shiro Games da durchaus verlasse, dass sie auch eine gute Sache abliefern werden am Ende. Also, mach's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat und ein Abo, falls ihr mehr sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Thorn.